Hallo und herzlich willkommen zur Vorlesung Ökonomische Analyse des Rechts 2. Diese Woche geht es zum letzten Mal um das Thema intellektuelle Eigentumsrechte. Und genau, wie immer vorab, was es so Organisatorisches gibt. Ja, Sie haben einschließlich heute, von mir aus auch bis heute Abend, noch Zeit, Fragen einzureichen für die Wiederholungsstunde kommenden Freitag. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, erstens sollten Sie sich fragen, warum Sie es noch nicht mitbekommen haben, dass am kommenden Freitag eine Wiederholungsstunde ist. Und zweitens, ich habe bis jetzt schon einige Fragen bekommen. Und ja, aber ich denke, an sich wäre noch genug Platz für mehr Fragen. So, wo stehen wir jetzt in der Vorlesung? Wir sind in der letzten Woche vor der Weihnachtspause. Die Weihnachtspause ist relativ lang dieses Jahr. Ich beabsichtige, dass wir das Thema intellektuelle Eigentumsrechte jetzt vor der Weihnachtspause abschließen und dass wir uns dann in den restlichen 4 Stunden, in den restlichen 4 Wochen, die uns für inhaltliche Sitzungen dann im neuen Jahr noch bleiben, dass wir uns in diesen 4 Sitzungen dann mit einem neuen Kapitel, und ich denke wirklich nur in einem neuen Kapitel, beschäftigen werden, ne? Nämlich Transaktionskosten und Governance. Noch was? Achso, wie Sie vielleicht sehen können, ich habe kein Stöpsel im Ohr. Ich habe mir dieses Jahr zu Weihnachten ein externes Mikrofon gewünscht und es ein bisschen früher bekommen, damit ich es für meine Vorlesungsaufzeichnung schon mal testen kann. Deswegen, falls Sie jetzt irgendwas stört an der Audioqualität dieser Aufnahme, bitte sagen Sie es mir und dann kann ich versuchen, das irgendwie in den Einstellungen zu beheben. Ja? So. So viel zum Vorgeplänkel. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ja, letzte Woche hatten wir das Thema Open Source uns angeschaut, wie da die Anreize für die beteiligten Akteure sind. Und diese Woche das Thema Piraterie oder genauer genommen File-Sharing und Copyright. Ja, wie das zusammenhängt, kann man da empirisch irgendwas zeigen und wie sind da die theoretischen Argumente. Und ich denke, ein relativ großer Teil der Argumente wird Ihnen bekannt vorkommen. Also es überlappt sich durchaus mit dem, was wir bei dem von den Argumenten von Michele Baldwin und David Levine gesehen hatten, aber heute aus einer anderen Sicht. Nämlich, es geht nämlich um folgenden Überblicksartikel von den Herren Felix Oberholzer G. und Coleman Strumpf. Das sind zwei Ökonomen. Ich glaube, beide in den USA. Der Artikel heißt File Sharing and Copyright. Es ist ein relativ langer Artikel, aber ich finde, er ist sehr gut geschrieben. Ja? Also es ist ein sehr gut geschriebener Überblicksartikel, der schön die Argumente nochmal strukturiert darstellt. Ja, und wie Sie sich vorstellen können, passend zum Rest des Kapitels, auch hier werden wir auch hier eher kritisch sein, ne? Im Endeffekt, was Copyright angeht. So, und außerdem, weiterhin und wieder relevant ist die Dokumentation von Kirby Ferguson, die da heißt Everything is a Remix, die ich Ihnen ja schon mal aufgelistet hatte. Die ist für dieses Kapitel wieder und denke ich noch mehr relevant, deswegen verlinke ich sie Ihnen hier nochmal. Gleich zweimal, einmal die Doku selber, das sind vier. Die sind 4 Teilen auf dieser Seite zu sehen und als zweites habe ich Ihnen verlinkt einen TED-Vortrag eben von Kirby Ferguson, wo er über das Thema
spricht und teilweise auch ein bisschen drüber hinausgeht. Ja, und an sich sind TED-Vorträge eigentlich immer, fast immer sehenswert. Warum liste ich das hier? Naja, in der Dokumentation, also Kirby Ferguson vertritt die Idee, dass bei populären Filmen und bei populärer Musik eigentlich ausnahmslos bereits vorhandene Ideen 1:1 verwertet werden. Und er findet es aber gar nicht schlimm, denn wenn wir annehmen, dass diese Art des Remix, dass diese Art der Wiederverwertung einfach inhärent Teil des kreativen Erschaffens von Informationsgütern ist, dann ist das natürlich wieder ein Argument dafür, dass Kreativität keine intellektuellen Monopolrechte benötigt. Ja? Warum bin ich jetzt hier schon ein bisschen detaillierter darauf eingegangen? Naja, das ist eben eine Sache, die bei den ökonomischen Argumenten, die wir sehen werden, nicht berücksichtigt wird, aber natürlich auch super wichtig ist. Ne? Also es ist ein bisschen philosophischer angesiedelt. Ne? Es geht darum, was eigentlich Teil des kreativen Schöpfens ist. Ne? Und wenn man eben die Ansicht vertritt, dass kreatives Schöpfen eigentlich immer irgendeine Art von Remix beinhaltet, dann ist der Schutz kreativer Werke, so wie er heute praktiziert wird, eigentlich ziemlich unsinnig. Ne? Also hilft nicht, kreativ zu sein. Okay. Aber so viel dazu. Wie gesagt, ich bin nicht hier, um Sie zu überzeugen. Ich habe es letzte Woche schon gesagt. Ich habe meine eigene Meinung. Was ich Ihnen in der Vorlesung zeige, sind Artikel aus der wissenschaftlichen Literatur, die alle in eine bestimmte Richtung gehen, weil ich finde, dass sie außerhalb dieser Vorlesung eben hauptsächlich Argumente in die andere Richtung finden. Ne? Und ich hoffe, dass Sie sich dann Ihre eigene gebildete Meinung daraus bilden können. Okay, steigen wir ein ins Kapitel. So, bei der Ausgestaltung von Copyright-Gesetzen müssen Politikmacher den folgenden, Ihnen hoffentlich inzwischen bekannten Trade-off beachten. Ja? Je stärker der Copyright-Schutz, desto stärker sind die Anreize für die Produktion von Werken, von kreativen Werken. Was sind kreative Werke? Bücher, Filme und Musik hauptsächlich. Ne? Eigentlich auch Kunstwerke. aber die lassen wir mal so ein bisschen außen vor, weil für die gelten andere Regeln, was das Kopieren angeht. Ne? Also eine Kopie von einem Buch ist für die meisten Leute relativ nah am Original, denke ich. Aber bei Kunstwerken nicht. Auf diese Eigenschaft kommen wir gleich nochmal. Wo war ich eigentlich? Ja, je stärker der Copyright-Schutz, desto stärker sind die Anreize zur Produktion von kreativen Werken. Also auf der Angebotsseite. Gleichzeitig gilt aber, je stärker der Copyright-Schutz, desto höher sind gleichzeitig die Preise für die Konsumenten. Also auf der Nachfrageseite. Ne? Das heißt, wir haben, je stärker der Copyright-Schutz ist, das hat, also eine Stärkung des Copyright-Schutzes hat potenziellen positiven Effekt auf der Angebotsseite und potenziellen negativen Effekt auf der Nachfrageseite. Ne? Denn für die Konsumenten ist es eigentlich eher schlecht, wenn die Preise höher sind. So, und für die optimale Gestaltung von Copyright-Gesetzen muss man also in der Lage sein, zwei Fragen zu beantworten. Erstens, wenn Copyright-Gesetze gelockert würden, wie sehr würde das die Anreize zur Produktion von Werken schwächen? Und zweitens, wenn Copyright-Gesetze gelockert würden oder der Copyright-Schutz geschwächt würde, was wäre dann die Reaktion der Produzenten? Okay, also beides Fragen, die sich auf die Angebotsseite beziehen, nämlich einmal auf die unterste, also quasi die elementarste Ebene, die der Künstler, die die Werke quasi erschaffen, was passiert mit deren Anreizen, wenn Copyright-Schutz schwächer wird, und dann vielleicht ein bisschen aggregierter die Sicht der Unterhaltungsfirmen, der Musikverlage, der Buchverlage und so weiter,
wie die denn reagieren würden auf einen schwächeren Schutz von Copyright. So, und in dem Artikel, den wir hier zusammen durchnehmen, wird die verstärkte Verbreitung von File-Sharing als Beispiel einer Technologie verstanden, die de facto Durchsetzung von Copyright geschwächt hat. Okay, das wird hier quasi gleichgesetzt. File-Sharing, Schwächung der Durchsetzung von Copyright. Und was durch die Verbreitung von File-Sharing an Reaktionen ausgelöst wurde, kann uns helfen, Antworten auf die vorigen zwei Fragen zu finden. Wenn festgestellt werden kann, dass durch schwächeres Copyright die Anreize auf der Produktionsseite nicht geschwächt werden, dann ist File-Sharing gesellschaftlich auf jeden Fall wünschenswert. Ne? Denn es macht es möglich, dass kreative Werke viel schneller in der Gesellschaft verbreitet werden. Und das ist ja eigentlich auch eine Funktion des Copyrights per Gesetz. So, in einem ersten Schritt müssen wir uns jetzt fragen, ob File-Sharing die Profitabilität der Kreation und der Verbreitung neuer Werke denn reduziert hat. Okay? Tatsache ist ja, dass Millionen von Konsumenten Milliarden von Dateien via File-Sharing verteilen, ohne dass die jeweiligen Artisten und Verlagshäuser kompensiert werden. Ach ja. Was ich jetzt heute nicht mache, ist, ich werde Ihnen keine kurze Einführung jetzt zu den technischen Aspekten von File-Sharing machen. Ich weiß nicht, inwieweit Sie da Bescheid wissen, wie das funktioniert, insbesondere die Technologie von BitTorrent. Ja, wenn Sie das Gefühl haben, dass das Ihr Verständnis der Materie verbessern würde, dann kann ich im neuen Jahr nochmal eine kurze Wiederholung dazu anbieten, ne, was denn File-Sharing genau ist und wie das funktioniert. Genau, Tatsache ist, dass File-Sharing massiv betrieben wird, ohne dass die jeweiligen Künstler und Verlagshäuser kompensiert werden. Das allein sagt uns aber jetzt noch nichts darüber, welchen Effekt File-Sharing auf die Profite der Produzenten hat. Ob das der Fall ist, ob es einen solchen Effekt gibt, hängt aus mikroökonomischer Sicht davon ab, ob für die Konsumenten von kreativen Werken die Originalwerke und die Raubkopien Substitute sind, ne? Oder eben komplementäre Güter. Für substitutive Güter gilt, daran erinnern Sie sich hoffentlich, dass eine Preissenkung in einem Gut die Nachfrage nach dem anderen Gut erhöht, weil der Nachfrage eben substituieren kann zwischen den zwei Gütern. Ja? Also, vielleicht aus der Mikrovorlesung erinnern sich noch an das Beispiel Butter und Margarine. Ja? Butter und Margarine sind relativ ersetzbare Güter, deswegen Substitute. Und wenn das eine teurer wird, dann wird der rationale Konsument eben eher das andere nachfragen, ne? Weil er ja substituieren kann. Und hier im Kontext, wenn zum Beispiel jemand einen Remix auf YouTube stellt, wo er Stellen aus einem Originalsong benutzt, dann sollte das für Konsumenten, die diesen Remix als Substitut betrachten, dazu führen, dass sie das Original weniger nachfragen. Okay? Wenn Konsumenten den Remix aber eher als komplementäres Gut betrachten, durch das sie das Original besser wertschätzen können, würden wir eher eine erhöhte Nachfrage nach dem Original erwarten. Ein gutes Beispiel für Komplementaritäten sind MP3-Songs und MP3-Player. Also das hat jetzt hier mit dem File und das hat indirekt mit unserem File-Sharing zu tun. Warum? Also insbesondere natürlich der iPod bei den MP3-Playern. Warum hat das hier mit File-Sharing zu tun? Naja, durch File-Sharing wurden MP3-Songs erst sehr günstig für eine große Breite von Konsumenten verfügbar. Ich sage bewusst günstig und nicht kostenlos, denn es ist nicht kostenlos. Man muss einen Internetzugang haben, man braucht Zeit manchmal,
einen bestimmten Song zu finden. Und man hat ein gewisses Risiko, würde ich sagen, dass man sich ein Virus oder ein Trojaner einfängt von einer Raubkopie. Das sind alles Kostenaspekte. Von daher sage ich sehr günstig statt kostenlos. Okay, aber was ich eigentlich sagen wollte, durch File-Sharing, durch die Inzidenz, durch die Einführung von File-Sharing wurden MP3-Songs sehr günstig für eine große Breite der Bevölkerung, wodurch die Nachfrage nach und auch die Zahlungsbereitschaft für MP3-Player explodiert ist seitdem, ne? Und geschätzt wird in einer Studie die Größe dieses komplementären Effekts auf 20%. Ja? Also, das ist eigentlich ein gewaltiger Anteil. Und in der Praxis ist es natürlich sehr schwer, ex ante vorherzusagen, ob neue Produkte oder Technologien Substitute oder Komplemente zu existierenden sein werden. Und einige Beispiele aus der Geschichte der Unterhaltungsindustrie zeigen, wie schwer diese Einschätzung ex ante ist. Nehmen wir das Beispiel des Radios. In den 20er Jahren wehrten sich die Musikverlage vehement gegen die Einführung des Radios, da sie fürchteten, Radioübertragungen würden von den Konsumenten als enge Substitute für gekaufte Musik aufgefasst. De facto hat sich Radiomusik aber eher als Komplement herausgestellt, besonders wenn man bedenkt, wie viel Geld Musikverlage für die Bestechung von Radio-DJs aufwenden, um die Zusammensetzung von Playlists zu beeinflussen. Und in einer ähnlichen Weise wehrten sich die Filmstudios damals gegen die Einführung von Videorekordern für den Hausgebrauch. Mit der gleichen Angst, dass es dass es sich hier um Substitute handeln würde, aber statt der befürchteten substitutiven Wirkungen können wir auch hier feststellen, dass sich kommerzielle Videokassetten und heute DVDs als Komplemente herausgestellt haben zu den Kinofilmen und von mir aus Fernsehfilmen. So, und eine ziemlich ähnliche Unsicherheit besteht objektiv gesehen im Hinblick auf die Beziehung zwischen geschützten Werken und Kopien davon auf File-Sharing-Netzwerken. Okay? Das ist ja das, worum es heute geht. Eine Seite argumentiert, dass es sich um Substitute handelt, weil Konsumenten, die sich ansonsten die geschützte Version gekauft hätten, bei der Existenz von Raubkopien lieber die kostenlosen Raubkopien holen. Okay, nochmal das Argument der einen Seite, der Pro-Copyright-Seite ist, Leute, die sich Raubkopien holen, hätten ansonsten Geld ausgegeben für diese Musik. Die andere Seite argumentiert, dass es sich nicht um Substitute handelt, weil die Konsumenten, die sich Raubkopien herunterladen, zum größten Teil Konsumenten sind, deren Zahlungsbereitschaft schlicht und einfach unter dem legalen Kaufpreis liegt. Ja? Und das würde eben zu dem Argument von Baldwin und Levine passen, nämlich wenn wir intellektuelle Eigentumsrechte, so wie sie heute durchgesetzt werden, als Monopolrechte verstehen, dann würde das ja heißen, dass die Preise zu hoch sind und die Nachfrage künstlich niedrig gehalten wird, ne? Wenn die Produzenten tatsächlich wie Monopolisten agieren. Und dann in der Interpretation könnten wir sagen, die Leute, die Raubkopien runterladen, sind die Leute, die einfach eine Zahlungsbereitschaft unter dem Monopolpreis haben. Ne? Was natürlich verständlich ist, weil der Monopolpreis ja im Vergleich zum Wettbewerbsmarkt erhöht ist, überhöht. So, und das ist eben, und davon separat müssen wir nochmal Komplementarität bringen als separates Argument, nämlich dass Konsumenten File-Sharing-Kopien dazu nutzen, herauszufinden, welche legalen Kopien sie denn letztendlich kaufen möchten. Also das Argument wäre hier quasi auf Englisch, das Wort ist Sampling, also quasi eine Kostprobe. Ja?
Eine Kommilitonin von Ihnen letztes Mal schon gesagt, das gibt es ja teilweise auch legal, nämlich dass man bei Amazon, bevor man einen Song kauft, ein paar Sekunden von einem Song quasi kosten kann. Und hier wird argumentiert, dass eine File-Sharing-Kopie quasi eine Kostprobe ist, denn Sie müssen auch bedenken, aus technischer Sicht und für audiophile Konsumenten gilt natürlich, dass ein MP3-Song, der über ein File-Sharing-Netzwerk geteilt wird, qualitativ viel schlechter ist als der Originalsong, so wie man ihn auf einer CD kaufen würde, ne? Oder von mir aus sogar auf einer Schallplatte. So, das wäre das Argument der Komplementarität. So, in einer Umfrage, die von den Autoren hier dieser Studie, also Oberholzer G. und Strumpf, durchgeführt wurde, gab es Evidenz dafür, dass alle drei Argumente simultan gültig sein könnten. Und zwar 65% der Befragten gaben an, dass sie sich ein Album nicht kauften, weil sie es sich heruntergeladen hatten. Ne? Also das wäre Argument für Substitute. 80% allerdings gaben an, dass sie sich mindestens ein Album gekauft haben, weil sie es vorher via ein File-Sharing-Netzwerk gekostet hatten. Okay? Ja, und das ist eben Evidenz dafür, dass von allem ein bisschen wahr sein könnte. Aber auf keinen Fall nur eine Seite. So, und natürlich müssen wir hier im Hinterkopf haben, dass Umfragen immer ein bisschen problematisch sind, ne, was ihr potenziell illegale Aktivitäten angeht. Die fundamentale Frage, um die es eigentlich hier in diesem Kapitel geht, ist: Wird Kreativität durch File-Sharing beeinträchtigt? Ne? Denn im Endeffekt geht es ja um die Künstler. Nicht eigentlich, es geht viel weniger um die Verlagshäuser, sondern um die Künstler an sich. Denn selbst wenn es sich empirisch herausstellen würde, dass File-Sharing die Gewinne der Unterhaltungsindustrie reduziert, heißt das nicht zwangsläufig, dass dies die Anreize zur Produktion von kreativen Werken untergräbt. Zwei Argumente sind hier besonders relevant. Wie eben schon argumentiert wurde, bedeutet eine Schwächung des Copyright durch File-Sharing, dass die Preise für die Konsumenten im Durchschnitt fallen, die Zahlungsbereitschaft für komplementäre Güter aber steigt. Und wenn die Künstler nun auch Einkommen aus diesen komplementären Gütern beziehen, ist der Gesamteffekt der Schwächung des Copyright auf die Anreize zur Produktion kreativer Werke unklar. Beispiel: Wenn Musik quasi kostenlos verfügbar wird, kann sie auch viel schneller bekannt werden, was den Preis des komplementären Gutes Konzert erhöhen sollte. Ne? Also ein Konzert ist ein komplementäres Gut zu einem Musikalbum von einem Künstler. So, und empirische Evidenz hierzu findet, dass es seit dem Beginn von File-Sharing immer mehr Konzerte gegeben hat, und zwar mit immer höheren Einnahmen aus diesen Konzerten. Und die Tatsache, dass CD-Verkaufszahlen anscheinend rückläufig sind, ist also nicht zwangsläufig Evidenz dafür, dass es der Musikindustrie schlecht geht oder dass die soziale, oder viel wichtiger, dass die soziale Wohlfahrt durch Piraterie beeinträchtigt wird. Ne? Denn, okay, diese Aussage, dass es der Musikindustrie schlecht geht, ist ja sehr subjektiv. Ne? Nur weil wir beobachten, dass die großen Musikverlage, dass die meisten der großen Musikverlage jetzt pleite gegangen sind, nur dabei wir das beobachten, heißt es das nicht, dass die Musikindustrie am Untergehen ist. Ne? Ich persönlich würde es eher so interpretieren, dass sie sich Richtung einem normalen Wettbewerbsmarkt entwickelt. Und da hat man eben nicht große Firmen, die dominieren, sondern eher viele kleine. Aber das ist eine andere Diskussion. Und das zweite Argument in diesem Kontext hat mit der Motivation von Künstlern zu tun. Also den echten Produzenten kreativer Werke. Achso, vielleicht noch ein Wort. Das, was ich hier mit komplementären Einnahmen beschrieben habe,
Das ist das, was wir schon mal kennengelernt haben, ne? Bei beim Kapitel mit Baldwin und Levine. Und da hieß es Collateral Sales. Ne? Also, ja. Es kommt an mehreren Stellen vor, weil es einfach ökonomisch total Sinn macht. So, das zweite Argument hat mit der Motivation der Künstler zu tun. Und zwar kann man erstens argumentieren, dass Künstler mehr als andere Gruppen von Produzenten sehr stark durch intrinsische Motivation getrieben werden. Woran kann man das sehen? Naja, statistisch gesehen sind die ökonomischen Erfolgsaussichten für Popmusiker generell sehr bescheiden. Ab 500.000 verkaufter Alben spricht man von einem erfolgreichen Album, also ein Goldalbum. Und pro Jahr gibt es nur einige hundert solcher Alben, die den Goldstatus erreichen. Nichtsdestotrotz werden jährlich über 50.000 Alben veröffentlicht, sodass die erwarteten Erfolgschancen pro veröffentlichtem Album sehr, sehr gering sind, realistisch gesehen. Und selbst wenn ein Album erfolgreich ist, ist es für den einzelnen Musiker sehr schwer, daraus substanzielle persönliche Einkommen zu ziehen. Was natürlich an den Verträgen liegt, die Musiker abschließen. So, aber wenn wir diese bescheidenen Einkommensaussichten in Betracht ziehen, stellt sich die Frage, warum es trotzdem so viele Musiker gibt, die es trotzdem versuchen, erfolgreich zu werden und einen Pop-Hit zu landen. Eine Erklärung ist natürlich, dass Musiker einen intrinsischen Nutzen aus ihrer Arbeit ziehen. Das heißt, sie genießen das Erschaffen und Aufführen von Musik an sich. Nicht alle Musiker versuchen, auf Gedeih und Verderb einen Pop-Hit zu landen, sondern machen Musik, weil sie direkt daraus Nutzen ziehen. Das ist die Definition von intrinsisch. Und weitere Faktoren, die man sich ausdenken kann, sind Selbstständigkeit, Autonomie, flexible Arbeitszeiten, die hier natürlich besonders gültig sind in dieser Industrie. Oder von mir aus Berufszweig. Genau, und wenn der Durchschnittsmusiker tatsächlich so zu charakterisieren ist, dann sollte File-Sharing keinen Einfluss auf Kreativität haben. Ne? Oder zumindest sollte ein negativer Effekt dadurch ausgeglichen werden. Teilweise. Oder ganz. Das ist eine empirische Frage. Weiterhin kann man argumentieren, dass ein Großteil der Vergütung, die Künstler erhalten, nicht monetärer Form ist. Nämlich in Form, Sie können sich denken, von Ruhm, Bewunderung, sozialem Status und, wenn man ein bisschen böse ist, Freibier in einer Kneipe. Das ist ein zweites Argument. Ja? Und wenn die Motivation von Künstlern tatsächlich so stark von intrinsischen und nicht monetären Gründen getrieben wird, dann sollte eine reduzierte Profitabilität von geschützten Werken keinen starken Effekt auf die Anreize zur Erstellung kreativer Werke haben. Nochmal, wir haben zwei Argumente gebracht, warum sinkende Einnahmen durch Musik nicht gleich bedeuten, dass es weniger Anreize gibt, kreative Werke zu erstellen. Ne? Das erste Argument war, dass der komplementären Einnahmen, Collateral Sales, denn weniger Einnahmen durch die Musikstücke, durch die kreativen Werke selber, bedeutet nicht unbedingt, dass gleichzeitig auch die komplementären Einnahmen sinken. Ne? Es kann umgekehrt bedeuten, dass die komplementären Einnahmen eher steigen. Und das zweite Argument war, dass Künstler eben ein besonderes Völkchen sind. Sie sind also gekennzeichnet durch mehr intrinsische Motivation. Generell durch nicht monetäre Motivationen. Ne? Das ist natürlich ein Argument, mit dem man sehr vorsichtig sein muss. Ne? Denn es ist nicht ein Freischein zu argumentieren, okay, wenn Künstlern Geld egal ist, dann kann man sie ja eigentlich auch ausbeuten. Nee, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, Werke zu klauen. Ne? Das ist überhaupt nie das Argument in diesem Kapitel. Klauen ist immer noch illegal, ne? Und bezieht sich und sollte auch weiterhin durch Urheberrecht geschützt werden. Ne? Aber
Es geht eben um die Kopien und was für Rechte Konsumenten an den Kopien haben. So, um die Diskussion nochmal zusammenzufassen. Die Einführung von File-Sharing hat de facto den Copyright-Schutz kreativer Werke geschwächt. Okay? Das kann man auf jeden Fall festhalten als Fakt. Damit diese Copyright-Schwächung aber auch die Anreize der Künstler unterhöhlt, müssen drei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein. Erstens müssen die originalen Werke und die Raubkopien auf File-Sharing-Netzwerken enge Substitute sein. Ja? Also es muss gelten, dass ein Werk, das man als Raubkopie sich holt und das Original im Laden zu kaufende, dass das sehr enge Substitute sind. Zweitens muss gelten, dass Künstler und Unterhaltungsfirmen nicht in der Lage sind, durch komplementäre Güter Profite zu erzielen. Ne? Also komplementäre Einnahmen müssen ausgeschlossen sein. Und drittens muss die Reduktion in monetären Payoffs für die Künstler schlimm genug sein, um die Produktion kreativer Werke zu reduzieren. Das heißt, es muss gelten, dass monetäre Anreize für Künstler wichtig sind. Und ganz wichtig, nur wenn alle dieser drei Bedingungen erfüllt sind, kann File-Sharing mit gesellschaftlichen Wohlfahrtsverlusten verbunden sein. So, und wie Sie schon gemerkt haben, habe ich hier vergessen, die Animation einzufügen. Aber viel wichtiger, auf theoretischer Ebene haben wir Argumente dafür, dass File-Sharing die Profite von Unterhaltungsfirmen und Künstlern negativ beeinflussen könnten, aber auch Argumente dafür, dass der Effekt neutral oder positiv sein könnte. Das bedeutet, dass uns die Theorie keine eindeutige Richtung vorgibt, in welche Richtung der Effekt gehen sollte, und dass wir daher empirische Evidenz heranziehen müssen, um zu zeigen, welche Art von Effekt überwiegt. So, und genau das machen Oberholzer G. und Strumpf in ihrem Artikel, und wenn man sich hier die wichtigsten Studien aus dem Bereich anschaut, stellt man fest, dass die empirische Evidenz auch eher gemischt ist. Und zwar, interessanterweise gibt es auch Studien, zwei, die einen positiven Effekt finden von File-Sharing auf Erlöse. Einmal für eine repräsentative Stichprobe von kanadischen Konsumenten und einmal für Top 200 Alben der Billboard-Charts im Zeitraum von 91 bis 2000. Also eine relativ große repräsentative Stichprobe. Eine andere Gruppe von Studien findet keinen Effekt von File-Sharing auf Umsätze. Und das beinhaltet eben eine wichtige Studie, eine viel diskutierte Studie von Oberholzer, G. und Strumpf selber. Und die allermeisten Studien finden einen negativen Effekt von File-Sharing auf Erlöse, wobei die Größe des Effektes variiert. Stark variiert, und zwar von 3,5% für Filme bis zu 30% für Musik. Im Durchschnitt, also ein Durchschnittswert ist so 20%, der geschätzt wird, ne? Über die verschiedenen Studien hinweg. So, aber was bedeutet dieser Effekt? Diese Effektgröße bezieht sich nicht auf den absoluten Umsatz. Das heißt also nicht, dass File-Sharing die Erlöse direkt um 30% verringert, sondern es geht hier um die sogenannte Displacement Rate. Was ist damit gemeint? Man bezieht es auf Umsatzrückgang. Ne? Also 3,5% hier bedeutet also, dass File-Sharing für 3,5% des Umsatzrückganges verantwortlich ist. Das nennt man Displacement Rate. Ne? Also ein feines Detail in der Interpretation, das es aber auch nochmal ein bisschen abschwächt. Ne, denn das ist natürlich quantitativ gesehen ein viel geringerer Effekt, als wenn man sagen würde, File-Sharing senkt direkt die Erlöse um 3,5%. So, eine wichtige Interpretation dieser empirischen Ergebnisse ist, dass der Großteil des beobachteten Umsatzrückganges in der Unterhaltungsindustrie nicht durch File-Sharing erklärbar ist. Also andere Gründe haben muss, auf die wir jetzt hier nicht eingehen, weil es,
nichts mit File-Sharing zu tun hat. Damit wir aber besser verstehen können, wie diese großen Unterschiede zwischen verschiedenen empirischen Studien zustande kommen können, ist es hilfreich, sich einige der methodologischen Probleme solcher Studien zu vergegenwärtigen. Grundsätzlich können wir festhalten, das Ausmaß von File-Sharing und die damit verbundenen Effekte auf Verkaufszahlen von Musik empirisch zu erfassen ist schwierig. Ja? Also Sie können sich vorstellen, es ist sehr schwer, File-Sharing zu messen. Und wir schauen uns jetzt ein paar Gründe an, warum das so ist. Erster Oberpunkt ist Stichprobenverzerrung. So, die meisten empirischen Studien, besonders die, die negative Effekte finden, betrachten Stichproben von Schülern und oder Studenten. Was wissen wir über diese Gruppe? Das ist genau die Gruppe, die am aktivsten File-Sharing betreibt. Wo ist da das Problem? Naja, das Problem ist, dass die geschätzte Displacement Rate von 20% im Durchschnitt sehr wahrscheinlich überschätzt wird. Ja? Schüler und Studenten haben im Vergleich zu älteren Konsumentengruppen ein viel kleineres Budget für kreative Werke und sind natürlich deswegen viel preissensitiver. Sie sind also in keiner Weise repräsentativ für das Gros der Bevölkerung. Und ein weiteres Problem ist, das bezieht sich jetzt auf Verkaufszahlen, dass geografisch differenzierte Musikverkaufszahlen zwar theoretisch verfügbar sind, aber sehr teuer zu erhalten sind. Ja? Die zweite Kategorie von Problemen, die wir hier haben, bezieht sich auf die Messung von File-Sharing oder Piraterie. Viele der Studien, die einen negativen Effekt finden, benutzen als Proxy für Piraterie Umfragedaten. Das könnte angemessen sein, wir wissen allerdings nicht, ob es so ist. Eigentlich müsste das separat experimentell untersucht werden, ne? Ob Umfragedaten hier wirklich das messen, was wir haben wollen, nämlich das Ausmaß an File-Sharing. Denn befragte Personen könnten in Umfragen einerseits untertreiben, weil ihnen bewusst ist, dass es illegal ist, sie könnten aber auch übertreiben, weil sie irgendwie cool erscheinen wollen. So, und wenn Umfragen nicht möglich sind, werden in empirischen Studien häufig noch entferntere Proxys benutzt, zum Beispiel Internetverbreitung. Ne? Also da sehen Sie hoffentlich, wie stark das von dem Konzept des File-Sharing entfernt ist. Ja? Man kann zwar argumentieren, dass, also es gibt zum Beispiel Statistiken, die zeigen, dass in der heutigen Zeit ein Großteil der Bandbreite von Internetanschlüssen dazu benutzt wird, also File-Sharing zu betreiben, aber trotzdem ist natürlich ein sehr ungenaues Maß dafür, wie viel File-Sharing betrieben wird. Ne? Also es kann tausend andere Gründe geben, warum ein schneller Internetanschluss benötigt wird. Trotzdem wird ab und zu Internetverbreitung oder ja, irgendein ähnlicher Proxy benutzt, um File-Sharing zu messen. Das ist natürlich sehr kritisch zu sehen. Und jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, warum benutzen empirische Studien über Piraterie oder File-Sharing nicht echte Daten zum Download-Verhalten? Es ist zwar möglich, solche Daten zu erheben, aber es gibt zwei potenzielle Probleme, die das oft vermeiden. Und meistens braucht man, um an die Daten überhaupt ranzukommen, die rechtliche Erlaubnis von den jeweiligen P2P-Betreibern. Ja? Und zweitens, man braucht erhebliche Softwarekenntnisse, um diese Daten zu erheben. Okay? Und das sind eben zwei Punkte, die häufig nicht gegeben sind, wenn zu File-Sharing geforscht wird. Um,
Und interessanterweise benutzen gerade die Studien, die keinen negativen Effekt auf, von File-Sharing finden, echte Nutzungsdaten zu File-Sharing. Das heißt, die erstbeste Option, die wir eigentlich hier, die wir uns hier vorstellen können, ist, echte Nutzungsdaten zu benutzen. Ne? Denn ja, die sind echt. Drittes Problem, und das ist eigentlich das Wichtigste aus methodologischer Sicht, ist das der sogenannten Endogenität. Wir haben es ein paar Mal schon am Rande angesprochen. Ein großes Problem, wenn man versucht, den Einfluss von File-Sharing auf legale Verkaufszahlen zu messen, ist Endogenität. Es könnte sein, dass höhere Verkaufszahlen eines Songs überhaupt erst dazu führen, dass der Song häufiger raubkopiert wird. Ne? Denn im Endeffekt, was wir ja in den Daten sehen, ist nur eine Korrelation. Aber was uns wirklich interessiert, ist ja der kausale Einfluss. Ne? Der kausale Einfluss von File-Sharing auf Verkaufszahlen. Aber es könnte umgekehrt genauso gut sein, dass höhere Verkaufszahlen einen Song erst beliebt machen und deswegen mehr Leute den raubkopieren wollen. Okay? Und wenn wir nur die Korrelation beobachten, können wir das erstmal nicht unterscheiden. Außerdem könnte es sein, dass es dritte und dazu auch noch unbeobachtete Faktoren gibt, die sowohl File-Sharing als auch Verkaufszahlen beeinflussen. Das ist ein weiteres Problem, das auch unter das Thema der Endogenität fällt. So, und ein wichtiger Ansatz in der ökonomischen, in der ökonometrischen Methodologie für Endogenität zu kontrollieren, ist der sogenannte Instrumentvariablen-Ansatz. Und den schauen wir uns hier ein bisschen detaillierter an, ne, weil es die Idee aus meiner Sicht, also meiner Meinung nach, so genial ist hier. Und zwar geht es hier wieder um eine Studie von Oberholzer G. und Strumpf, nämlich die, die am meisten diskutiert wurde in der Literatur und auch in den Medien. Ne? Das ist nämlich genau die Studie, wo sie herausgefunden haben, dass File-Sharing keinen Einfluss auf Verkaufszahlen hat. So, aber worum geht es bei dem Instrumentvariablen-Ansatz? Das Wichtigste, worum es hier geht, ist, wir suchen eine dritte Variable, mit der wir File-Sharing erklären können, aber diese dritte Variable sollte in keiner Weise etwas mit den Verkaufszahlen zu tun haben. Und warum brauchen wir das? Damit wir den Teil des File-Sharings rausfiltern können, der exogen ist. Ne? Denn wenn diese Variable rein, wenn wir es geschafft haben, aus dieser Variable eine ganz exogene Variable zu machen, dann haben wir kein Endogenitätsproblem mehr. Oberholzer G. und Strumpf verwenden als solche Instrumentvariable die Anzahl deutscher Schüler in der Sekundarstufe, die Ferien haben. Was ist die Intuition dahinter? Man sollte dazu sagen, es geht eigentlich um Download, um File-Sharing in den USA hier. Ja? Achso, und man sollte auch dazu sagen, sie benutzen echte Nutzungsdaten, ne? Zum File-Sharing. In einem bestimmten Zeitraum. So. Fakt ist, ein Großteil der Downloads in den USA wird von deutschen Usern bereitgestellt. Und da File-Sharing zum größten Teil zu Hause stattfindet, können deutsche Schüler in den Schulferien mehr Zeit darauf verwenden, diese bereitzustellen, was es für US-User viel leichter und schneller macht, Files runterzuladen. So, und je mehr deutsche Schüler also Ferien haben, desto größer sollte also das Angebot in den USA an illegalen Downloads sein. Okay? Das heißt, wir haben jetzt schon mal die erste Bedingung haben wir erfüllt. Wir haben eine dritte Variable gefunden, die mit File-Sharing zu tun hat. Ja, die irgendwie, von der wir glauben, dass sie File-Sharing beeinflusst. Okay? Aber die zweite Bedingung, gleichzeitig können wir ja argumentieren, deutsche Schulferien haben nichts mit US-Musikverkaufszahlen zu tun. Ne? Und das ist, denke ich, das wird jeder unterschreiben, dass das nichts miteinander zu tun hat. Das heißt, beide Bedingungen für eine Instrumentvariable sind erfüllt. Ne? Erstens,
Die dritte Variable, nämlich Anzahl der, der deutschen Schüler in Vorschulferien. Erstens, die erste Bedingung war, dass diese dritte Variable korreliert ist mit File-Sharing. Kann man argumentieren. Und zweitens, die Bedingung war, dass diese dritte Variable nichts mit den Verkaufszahlen zu tun haben soll, damit wir den exogenen Teil rausfiltern können. So, weil das jetzt relativ abstrakt war, möchte ich Ihnen das nochmal kurz an der Formel verdeutlichen. So, das ist eigentlich so ein bisschen, ja, so sieht eine Instrumentvariablenschätzung eigentlich meistens aus. Die erste Gleichung ist die, die wir erwarten würden. Ne? Wir haben also Verkaufszahlen als abhängige Variable. Und dann, ich habe hier ganz viel ausgelassen, denn die Variable, die uns eigentlich interessiert als erklärende Variable, ist File-Sharing. Okay? Uns interessiert der Effekt von File-Sharing auf Verkaufszahlen. Ne? Der echte kausale Effekt. So, und in den Daten haben wir erstmal nur Korrelationen. So, was wir dann in der zweiten Gleichung zuerst machen ist, wir schätzen auch in der Regressionsanalyse den Einfluss von der Anzahl der deutschen Schüler in Schulferien auf File-Sharing. Ja? Und ja, hier kommt was Signifikantes raus. Das heißt, wir können sagen, es gibt eine signifikante Korrelation von Schulferien und File-Sharing. Okay, und wenn Sie sich zurückerinnern, können wir jetzt aus dieser Schätzung quasi die vorhergesagten File-Sharing-Zahlen rausnehmen. Ja, also Sie erinnern sich, das hier ist der geschätzte Koeffizient. Das hier sind echte Daten, die wir haben. Das heißt, wir können für beides einsetzen, um eben die Regressionsgerade vorherzusagen. Wissen Sie noch? So ungefähr könnte eine Regressionsgerade aussehen. Ne? Und wenn das hier die Datenpunktewolke war, dann wäre quasi, wenn das hier File-Sharing ist und das hier Schulferien, dann sind diese Punkte hier ja die echten Daten, und aber diese Linie hier ist das, was wir vorhersagen. Und das ist nichts anderes als File-Sharing-Dach. Okay? Wenn Sie an Excel-Sheet denken, ist File-Sharing-Dach quasi eine neue Spalte, eine neue Variable, die wir kriegen, und gibt uns einfach immer den Wert an von Y, von File-Sharing auf der Regressionsgerade. So, diese neue Variable, File-Sharing, das vorhergesagte File-Sharing, die setzen wir jetzt in die erste Gleichung ein, bevor wir da die Schätzung durchführen. Okay. Das heißt, wir benutzen dieses vorhergesagte File-Sharing, um den Effekt auf die Verkaufszahlen zu schätzen. Was ist der Vorteil davon? Bei dieser Variable hier, die wird ja nur erklärt durch Schulferien. Ja? Und weil wir glaubhaft machen können, dass die Variable Schulferien nichts mit den Verkaufszahlen zu tun hat, können wir sagen, dass diese Variable File-Sharing vorhergesagt, dass diese Variable eben eine exogene Variable ist. Ne? Dadurch, dass wir hier einsetzen, können wir ausschließen, dass so eine Rückwirkung in dieser Gleichung vorhanden ist. Ne? Weil wir haben ja für File-Sharing eine andere Variable eingesetzt, nämlich File-Sharing, vorhergesagt ist File-Sharing aufgrund von Schulferien. Ne? Und weil Schulferien nichts mit den Verkaufszahlen zu tun hat, können wir
diese Rückwirkung hier ausschließen. Und wenn wir hier eine Korrelation haben und wir können die eine Wirkungsrichtung ausschließen, dann bleibt eigentlich nur noch die eine Wirkungsrichtung übrig, ne? Nämlich die, die wir wirklich haben wollen. So, und das ist eigentlich, also das ist erstmal die Intuition hinter dem Instrumentvariablenansatz und zweitens ist das natürlich die geniale Idee, die sie, die Autoren gehabt haben, ne? Ja, das ist relativ schwer. Ja, wahrscheinlich werden sie nicht, heute nicht mehr dazu kommen, eine Frage zu stellen oder einen Kommentar zu geben, dass sie es zu schwer finden. Wenn sie das jetzt zu schwer fanden, dann kann ich es gerne im neuen Jahr nochmal wiederholen. Ich denke, für das neue Kapitel, also für das Kapitel im neuen Jahr, werden wir auch Studien finden, die solche Methoden benutzen, ne? Also es ist ganz wichtig, dass sie sowas schon mal gesehen haben, denn ja, vielleicht ist es ja schon mal Ihnen schon mal aufgefallen, aber im Einführungskapitel, Einführung in Ökonometrie, haben wir immer gesagt, in Wirklichkeit interessieren uns die kausalen Effekte, ne? Aber die allermeisten empirischen Studien, und zwar auch die allermeisten, die ich produziere, die können nur Korrelationen nachweisen. Warum? Weil es eben extrem schwer ist, Kausalität nachzuweisen oder Evidenz für Kausalität zu finden, ne? Und solche Ideen hier sind meiner Meinung nach am glaubwürdigsten, ne? Weil ich denke, ja, hier wird gezeigt, ne? Man ersetzt die potenziell endogene Variable, File-Sharing, durch einen exogene. Ne? Wir nehmen den Teil der Variation in der Variable File-Sharing, der exogen ist. Ne? Und das ist nichts anderes als der Teil der Variation, der durch die deutschen Schulferien verursacht wird. Und wenn wir dann nur noch den exogenen Teil der Variable übrig haben, dann können wir die Rückwirkung von Verkaufszahlen auf File-Sharing ausschließen. Und was übrig bleibt, muss der kausale Effekt von File-Sharing auf die Verkaufszahlen sein. So, okay, ich bin wieder mal viel schneller fertig, als ich gedacht hatte. Ich befürchte, es liegt daran, dass ich, wenn ich zu Hause meine Vorlesung halte, ein bisschen schneller rede, als wenn ich sie nicht zu Hause halten würde. Und natürlich haben wir keine Zwischenfragen. Ja, aber ja, Sie wissen ja, wenn es Ihnen zu schnell ging, wenn Sie was nicht verstanden haben, einfach zurückspulen oder anhalten und nachlesen. Es ist auch wichtig, dass Sie die Studie selber mal überfliegen oder die betreffenden Stellen mal nachlesen. Ja, ich habe es schon mal gesagt, ich stelle Ihnen zwar meine Notizen aus der Vorlesung zur Verfügung, aber es ist kein echtes Skript, ne? Also, wenn Sie wirklich die Thematik durchsteigen wollen, dann führt nichts dran vorbei, auch die Literatur zu lesen. Ja? Und ich, ja, wenn Englisch nicht so präsent ist, dann ist Leo wirklich ein guter Begleiter für Sie zu Hause und Ihre Kommilitonen. Ne? Also zusammen etwas lesen, erarbeiten, ist immer besser als alleine an etwas zu verzweifeln potenziell. Okay, dann ja, war es das für die Vorlesung von heute. Und wir sehen uns hoffentlich am Freitag zu der letzten Übungssitzung vor Weihnachten.